willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich filme heute wieder für euch ein Food Diary. Es ist wieder Sonntag, ich fahre wieder zu meiner Mama und ich habe heute früh nicht ganz so viel Zeit, deshalb gibt es nur 3 Scheiben Kastanienbrot mit etwas Butter und Erdbeermarmelade. Ich bin jetzt bei meiner Mama und es gibt Mittagessen. Wie immer als Vorspeise ein Salat. Und zwar gibt es einen Salat mit Tomaten, Gurke, Salat, Chinakohl und Kimchi-Salat. Jetzt gibt es den Hauptgang, eine leckere Gemüsepizza. Das Rezept findet ihr auch auf meinem Kanal. Ich werde es euch unten in der Infobox verlinken, wie meine Mama ihre Gemüsepizza macht. Die ist immer unglaublich lecker. Und so schaut sie heute aus. Die Pizza ist belegt mit Tomaten, Paprika, Lauch. Also mit Nudeln, Artischocken, Tomaten, getrocknete Tomaten. Zucchini, oder? Hast du schon gesagt? Genau. Lecker. So, jetzt kommt der Höhepunkt von dem ganzen Essen. Und zwar die Nachspeise. Es gibt eine Mango-Stracciatella-Creme mit Vanillesahne. Und das oben ist weiße Schokolade mit irgendwelchen Fruchtstückchen drin. Vielleicht Erdbeere? Mhm. Erdbeere? Mhm. Ja. Weiße Schokolade mit Erdbeere. Und das sieht so lecker aus. Oh mein Gott. Ein Traum. Abendessenszeit. Ich habe gerade eine Haarwäsche von meiner Mama bekommen. Seht ihr alles auf meinem Daily Vlog-Kanal im Video. Auf dem i oder ich verlinke es euch unten in der Infobox. Und als Vorspeise gibt es jetzt eine Nektarine. Eine weiße, die sind noch gut. Die gelben Nektarinen, die meine Mama isst, sind nicht mehr gut, aber meine ist noch gut. Die hat meine Mama mir jetzt in der Pfanne herausgebraten mit Petersilie. Steinpilze und Wasser brauchen. Nur Steinpilze? Ja, und Schafmaul. Okay, also nur Steinpilze und Schafmaul. Und alle anderen Pilze haben wir gesammelt und weitergegeben an andere Leute. Weil es war wirklich sehr, sehr viel. Wir hatten ganz, ganz viel. Seht ihr ja, wie gesagt, auf meinem Daily Vlog-Kanal im Video, was ich euch verlinke. Oder auf dem i, wenn ihr draufklickt. Und dazu gibt es ein selbstgebackenes Bauernbrot mit Butter. Und meine Mama und Stefan essen Nudeln mit Gemüse, schätze ich jetzt mal. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die schmecken. Ich schmiere mir jetzt erstmal das Brot. Und die haben noch eine Gemüsebrühe. Ich bin wieder daheim. Ich habe euch gezeigt, was ich den ganzen Tag über gegessen habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir wie immer gerne unten in die Kommentare, was ihr heute gegessen habt. Wenn ihr auf das i klickt, dann kommt ihr zu meinem letzten Video. Das waren meine Favoriten im September. Am Freitag kommt das Aufgebraucht-Video vom September. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss!